Hallo und willkommen beim Subraumtransmission Podcast. Heute öffnen wir schon unser viertes Türchen und heute soll es bei mir darum gehen, was uns das neue Jahr mit dem Drohnenflug bringt. Und zwar tritt ab dem 01.01.2021 das neue EU-weite Drohnengesetz in Kraft. Was heißt das genau? Genau bedeutet es, dass es für alle EU-Länder einheitliche Grundregeln geben wird. Darüber hinaus natürlich gelten noch die länderspezifischen Vorgaben der Mitgliedstaaten, auch so wie in Deutschland, die zusätzlich erfüllt werden müssen. Die neuen EU-Richtlinien sehen drei Anwendungsszenarien vor in Zukunft. Das wäre die Kategorie offen, spezifisch und zertifiziert. Ich will aber nur auf die Kategorie offen eingehen, da ich denke, das ist für die meisten Hobby-Drohnenpiloten zutreffen. Die Szenarien spezifisch und zertifiziert betreffen eher Spezialanwendungen von Drohnen. Und das ist etwas, was aufwendiger wäre zu erklären und ich glaube, die wenigsten von uns wirklich betreffen würden. Kommen wir mal zu dem, was uns das Anwendungsszenario oder die Anwendungskategorie offen sagt. Gedacht ist diese Kategorie für Drohnen und Flüge mit geringem Risiko. Was neu ist, die maximale Flughöhe über Grund, also über dem, wo ihr steht, steigt von 100 Meter auf 120 Meter hoch. Natürlich wird es einige geben, denen auch das nicht hoch genug ist und trotzdem noch weiter hochfliegen. Aber die offizielle und erlaubte Flughöhe ab dem 01.01. sind dann jetzt 120 Meter. Aus eigener Erfahrung, mit meiner DJI Mavic Mini sind 100 Meter sind auch schon, ziemlich hoch. Bei je nachdem, wie das Licht steht, kann man da auch schon mal die Drohne für einen Moment, wenn man runterguckt und keinen hat, der mitguckt, aus dem Auge verlieren und muss sich dann neu orientieren. Also für den Mavic Mini ist das doch schon ganz schön hoch. 20 Meter hört sich nicht viel an, aber je nachdem, wie das Licht steht, kann das schon sehr erschwerend werden, das zu im Auge zu behalten. Flug natürlich nur in Sichtweite, ist ja so gehabt. Es gibt ein Mindestalter von 16 Jahren. Ich weiß jetzt nicht, ob es heute auch schon ein Mindestalter gibt, aber das Mindestalter steigt von 16 auf 16 Jahre und darunter darf geflogen werden, wenn der Flugzeugführer dabei ist. Alleine geflogen werden darf halt mit 16 Jahren. Es ist eine neue EU-Drohnenkennzeichnungsplakette mit Registrierungsnummer vorgeschrieben. Einzige Ausnahmen sind Drohnen unter 250 Gramm ohne Kameras oder Sensoren zur Erfassung der persönlichen Daten. Das heißt, eure Spielzeugdrohne fällt nicht darunter. Allerdings die Mavic Mini und die Mavic Mini 2, da es ja Drohnen mit Kameras sind, zum Aufnehmen von Videos und Bildern, brauchen diese Plakette auch. Auch muss ab dem 01.01.2020 müssen die Drohnenpiloten sich registrieren in Deutschland beim Luftfahrtbundesamt. Dafür schaltet das Luftfahrtbundesamt einen Link frei auf seiner Seite, wo man sich registrieren kann. Dann bekommt man eine digitale Registrierungsnummer, die auf diese Plakette aufgebracht werden muss, die ihr dann an eure Drohne anbringen müsst. Natürlich ist euch auch das Fotografieren oder die Aufnahmen von Personen ohne Erlaubnis verboten, aber das ist ja im Landesgesetz verankert und nicht in der EU-Drohnenverordnung. Weiter wird diese Kategorie offen noch in drei Unterkategorien unterteilt, in A1, A2 und A3. A1, kurz gesagt, erlaubt euch den Flug auch in der Nähe von Menschen. Es ist nicht der Flug über Menschenansammlungen erlaubt, aber ihr dürft in der Nähe von Menschen fliegen. A2 sagt euch aus, Flug nur in sicherer Entfernung von unbeteiligten Menschen.
Abstand mindestens 30 Meter. In Ausnahmefällen, wenn ein sogenannter Langsammodus aktiviert ist an der Drohne, darf man bis zu 5 Meter ranfliegen. Und A3 wäre Flug weit weg von Menschen. Im gesamten Flugbereich dürfen sich keine unbeteiligten Personen aufhalten. Also wenn eure Drohne unter A3 fällt, könnt ihr auf dem freien Acker fliegen. Auch nur, wenn der Bauer nicht da ist. Unter welche Unterkategorie A1, A2 oder A3 eure Drohne fällt, ergibt sich aus den Drohnenklassen C0 bis C4. Ja, alles ein bisschen kompliziert. Und jetzt kommt noch der Hammer. Und das Ganze gilt aber auch nur für Drohnen, die ab dem 01.01.2021 produziert und verkauft wurden. Andere Drohnen haben Bestandsschutz und fallen in die offene Kategorie ohne Klassifizierung. So, was sagen uns diese Drohnenklassen? Die Drohnenklasse C0 beinhaltet Drohnen unter 250 Gramm Startgewicht oder Eigenbauten. Selbstgebaute Drohnen ohne Klassifizierung nur bis 250 Gramm Startgewicht werden als Klasse C0 behandelt. In die Klasse C1 fallen Drohnen unter 80 Joule Bewegungsenergie oder unter 900 Gramm Abfluggewicht. Auflagen für die Hersteller bei dieser Kategorie sind eine Höchstgeschwindigkeit von 19 Meter pro Sekunde darf diese Drohne nur erreichen. Und ansonsten ist halt das Übliche, keine scharfen Kanten und muss ein einstellbares Höhenlimit besitzen. Kommen wir zur Drohnenklasse C2, sofern die Drohne nicht in C0 oder C1 fällt, sind das Drohnen unter 4 Kilogramm Abfluggewicht, also es sind schon ganz schöne Drohnen. Sie muss einen manuell zuschaltbaren Low-Speed-Modus besitzen. Dieser darf maximal 3 Meter pro Sekunde fliegen, wenn an nahen Personen vorbeigeflogen werden soll. Die Drohne benötigt eine Fernidentifizierung, in der diese elektronische ID eingetragen wird, die man ja zur Registrierung bekommt. Und die Drohne benötigt ein System zur automatischen Flugschränkenüberwachung, also solche genannten Geofences. Das heißt, es wird irgendwo ein Gebiet elektronisch auf diesen Karten, die diese Drohne abfragt, markiert, offiziell markiert, von offizieller Stelle zum Beispiel. Und die Drohne kann in diesem Bereich dann nicht einfliegen oder auch nicht abheben. Das System erkennt automatisch, halt, ich bin in einer Flugbeschränkungszone und ich darf hier nicht einfliegen oder abheben. Die Klassen C3 und C4 fallen Drohnen unter 25 Kilogramm Abfluggewicht. Also es sind schon ganz schöne Drohnen, also 25 Kilo oder beziehungsweise unter 25 Kilo. Ja, auch wieder das einstellbare Höhenlimit, die Fernidentifizierung, Geofences, Beschränkungen. Das waren dann die Unterkategorien von der offenen Kategorie. Jetzt habe ich hier eine Mavic Mini. Jetzt würde ich mich ein bisschen mehr auf meine Mavic Mini beziehen, weil ich auch festgestellt habe, viele oder einige auch bei Facebook haben eine Mavic Mini und zeigen da ihre Aufnahmen. Für diese Mavic Mini gibt es eine Zusammenfassung, was diese Vorgaben sagen. Das werden wir euch in den Shownotes verlinken. Wir verlinken euch auch generell das neue Drohnengesetz der EU in diesen Shownotes. Und dann könnt ihr nochmal nachlesen, unter was eure vielleicht Bestandsdrohne fallen würde oder unter was eure neue Drohne fallen würde. Gut. Meine Mavic Mini. Was bedeutet das im Detail für meine Mavic Mini? Ich brauche für diese Mavic Mini keinen EU-Drohnenführerschein. Für die größeren Drohnen, die später in Kategorie C1, 2, 3 und 4 fallen, werden unterschiedliche Drohnenführerscheine benötigt, die dementsprechend dir dann deine
Flugkünste oder dein Wissen, dein Flugwissen bescheinigen, wo du dann auch zum Beispiel bei der Kategorie unter Kategorie A2, wo du ja Abstand halten musst, mindestens 30 Meter, dann darfst du auch näher ranfliegen. Dafür bräuchtest du aber einen größeren Drohnenführerschein. Gut, ich schweife ab. Wir waren bei der DJI Mavic Mini, für die ich keinen Drohnenführerschein brauche. Es ist allerdings eine Registrierung meiner Person erforderlich. Diese erfolgt dann natürlich beim Luftfahrtbundesamt. Ich muss die ID an der Drohne anbringen. Allerdings habe ich kein Sendemittel, also die Drohne sendet nicht diese ID. Ich brauche halt nur dieses Drohnenkennzeichen und weiterhin meine Drohnenhaftpflicht. Bei meiner Privathaftpflicht ist das mit integriert. Ich habe mich extra da erkundigt, aber wir packen euch auch mal in die Shownotes einen Drohnenversicherungsvergleich, einen Link dazu bei. Da könnt ihr, wenn ihr wechseln wollt oder einen neu abschließen wollt, könnt ihr euch da vielleicht Inspiration holen. Also was darf ich jetzt mit der Mini ab 1.1.? Ab dem 1.1. ist ja wie gesagt meine neue erlaubte Flughöhe 120 Meter. Darf weiterhin nur in Sicht fliegen. Ich muss die Privatsphäre von anderen Personen beachten. Keine Aufnahmen machen. Das Fliegen in allen Unterkategorien, der Kategorie Open, ist erlaubt. A1, A2 und A3. Also auch in den Nähen, in der Nähe, Nähen, nein, wir sind hier nicht bei Nähen mit Martin. Also auch in der Nähe von Menschen oder sogar halt unbeteiligten Personen. Es dürfen allerdings keine Menschenmassen oder Menschenansammlungen überflogen werden. Okay, kann ich verstehen, brauche ich auch nicht, will ich auch nicht. Sollten unerwartet halt unbeteiligte Personen überflogen werden, muss ich das schnellstmöglich beenden. Aber wer fliegt über die Personen her oder verfolgt die? Also das würde ich jetzt darunter verstehen, dass ich den Überflug nicht schnellstmöglich beende. Ja, allerdings ist jetzt auch das Fliegen auch in Wohngebieten und über Wohngrundstücken erlaubt. Es ist explizit erlaubt. Ich muss halt die Hersteller- und Gebrauchsanweisungen beachten, aber die liest ja jeder. Und die DJI Mavic Mini darf ab dem Mindestalter von 16 Jahren alleine geflogen werden. Und das Fliegen unter 16 Jahren ist möglich, wenn der Flug von einer flugberechtigten Person beaufsichtigt wird. Bedeutet, mein 7-jähriger Sohn dürfte mit meiner Mini über die Wiese fliegen, wenn ich dabei bin, da ich ja flugberechtigt bin. Da ich heute von zu Hause aufnehme und mein Sohn in der Nähe ist, hat er das natürlich auch direkt gehört. Er steht neben mir. Ja, da ist er. Hallo. Und hat gesagt, er will direkt auch fliegen mal. Hallo. Willst du auch fliegen? Ja, will ich, aber wieso machst du das? Wem schickst du das? Das ist unser Podcast, das weißt du doch. Ich verstehe das nicht, ich kenne keinen Podcast. Lalalalalala, ja, das ist gut jetzt. Das ist ein Kinderpodcast. Hier werden nie Corona. Wieder Erwachsene reden. Nie. Okay, jetzt ist der Zwerg auch zu Wort gekommen. Gut, wo darf ich fliegen mit der Mini? Nicht in Nähe von Notfalleinsätzen, ist ja klar, ist bekannt. Ich muss halt die Flughöhe von 120 Meter beachten. Aber es gibt für die DJI Mavic Mini keine speziellen Einschränkungen für Wohnorte, Wohngebiete, Wohnhäuser, Wohngrundstücke etc. pp. Flugverbotszonen sind zu beachten. Hier muss ich mich allerdings selber drüber informieren, wo ist hier eine Flugverbotszone, wo nicht, da die Mavic Mini kein Geofencing hat. Dazu benutzt man Apps wie früher jetzt die Deutsche Flugsicherung, aber die stellt ihre Dienste ein. Aber ich verlinke euch oder Daniel wird euch verlinken in den Shownotes zu einer anderen App, vielleicht für iOS und für Android. Und dann könnt ihr euch selber oder müsst ihr euch auch als selber ein Bild davon machen, wo ihr fliegen dürft. Also ich glaube, für das Jahr 2021 wird es ein interessantes Jahr für mich und meine Mavic Mini.
Vielleicht können wir jetzt auch, Daniel und ich, dann unser Projekt mit Filmausnahmen aus dem Siegerland, in und um dem Siegerland herum, mal in Angriff nehmen, weil diese Drohnenverordnung macht ja einiges leichter. Nicht alles. Es gilt natürlich immer noch die länderspezifischen Gebote und Verbote, aber damit wird doch einiges leichter, glaube ich. So, jetzt sind wir auch am Ende von Türchen 4. Was bleibt uns noch zu sagen, außer das war der Subraum Transmissionen Podcast.